Moin moin, wir starten mit der Dawn of War Kampagne. Kommt direkt mit. Spielen ist natürlich auf Normal. The sudden appearance of a warp storm at the Kauruva system's outer edge that first caught the attention of the Imperium and not just the Imperium. After hundreds of years under the neglectful watch of the Imperial Guard, nearly every force in the galaxy would descend upon the planet of Kauruva, bent only on domination and victory. Three races had long dwelled in there. The Imperial Guard, its supposed rulers. The Orc tribes of Kauruva II, which the Guard had never successfully put down. And the Necron, who had slept undisturbed for untold millennia beneath Kauruva III. Where the Chaos Marines came from, or how, none can say. Did the Warp Storm bring them, or did they bring the Warp Storm? Both appeared suddenly on Kauruva IV, and in an eye blink, half the system's Imperial forces were gone, killed or claimed by the madness of Chaos. In quick succession, the others flocked to Kauruva. The Space Marines, the Imperium's super soldiers, descended on Kauruva II, planning to finally cleanse the system, both of the troublesome orcs and the Chaos Marines, the sworn mortal enemies. The Tau appeared next, not far above, on one of the planet's moons. In the interests of protecting its ordered empire from the effects of human folly, the Tau came seeking to contain the Warp Storm, and in so doing, expand the territory's border. On their moon, they built a mighty fortress, and there forged a space cannon capable of interplanetary devastation. Among the wastes of Kauruva III, the Necrons, perhaps awakened by the disruptive forces of the Warp Storm, slowly massed their lethal legions. In quick response, Webway gates, long unused, flickered to life, and Eldar poured forth, ready to battle their dark, death-dealing adversaries. Meanwhile, in the shadow of an ancient portal gate, the dark Eldar slipped stealthily out of the murky depths of the Webway. They would be like carrion birds, flying above the battlefield, and when all were weary from the fight, make the battlefield into a feasting ground. Last to arrive, and perhaps most to be feared, were the Sisters of Battle, holy maidens and bearers of the God Emperor's faith. They had come to cleanse the system of corruption and filth. Their faith left them fanatical, unafraid of death and zealous in their cause. Nothing here was clean. All must be purged. Now, war rages anew, and only the victorious may write their history. Only the victorious will claim the planets of Kauruva. Simpel gesagt, wir haben es mit einer Kampagne zu tun, in der wir ein kleines Planetensystem einnehmen wollen. Naja, und so haben wir die Situation. Wir können uns ein Volk aussuchen. Wir kämpfen um ein Sonnensystem und insofern mehrere Planeten, Mond, wie auch immer. Wir haben es mit einer Art Strategiekarte zu tun, auf der wir bestimmte Ländereien einnehmen und kämpfen auf den Maps, die es dann zum Beispiel im Geplänkel oder im Mehrspieler gibt. Viele der Maps geben einem einfach mehr Grundressource. Manche dieser wichtigen Stellungen bieten einem sogar einzigartige Boni. Und zum Beispiel jedes Volk startet mit seinen eigenen Bonus-Powers und das sind quasi länderspezifische Boni. Und ja, ich habe eigentlich schon mal eine Wahl getroffen, welches Volk ich spielen werde. Habe ich ja schon beim letzten Mal erzählt, was da mein Lieblingsvolk ist. Lasst uns doch starten. Eine kleine Anmerkung, ich werde dieses, ich nenne es ungern Let's Play,
so gestalten, dass ich eine Mission gleich eine Folge. Es sei denn, sie ist besonders kurz, dann mache ich zwei draus. Oder halt so, wie es gerade passt. Insofern, macht euch darauf gefasst, werden einige Folgen kommen. Eventuell werden die täglich, manchmal alle zwei Tage kommen. Ich gehe eher von einem zweitägigen Rhythmus aus. Bis dann. Wir starten. Ah, eine Sache gibt's noch. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich meine auch hier, genau, man kann auch seinen Commander upgraden. Hier ist jetzt die am Anfang ein bisschen erschlagende Karte. Welcome to the single player campaign of Dawn of War Soulstorm. Tschüss. Diese Übersichtskarte ist selbstverständlich rundenbasiert. Aber bereits Dawn of War, der Vorgänger, also sprich, heißt es nochmal? The Dark Crusade, genau, Entschuldigung. Die hatten auch schon eine Übersichtskarte. In diesem Fall haben wir aber eine interplanetare. Und es gibt quasi diese Elder-Portale. Das heißt, wir können auch zwischen den Planeten reisen. Das macht das Ganze nochmal ein bisschen komplizierter, muss ein bisschen mehr aufpassen, was man wirklich tut. Gucken wir mal ganz kurz. Hier ist natürlich schon mal... Warum sind die Imperialen mit uns auf einem Planeten? Es wurde schon viel im Intro erklärt, für die, die das nicht verstanden haben. Das Volk, was ich spiele, sind fanatische weibliche Teile der Armee des Imperators. Und die haben vor allen Dingen eins im Sinn. Alle Heretiker zu reinigen und zu eliminieren. Quasi die Planeten zu reinigen und das Universum. Und die sehen selbst Teile des Imperiums oder der Space Marines, was ja da quasi Elite-Streitkräfte des Imperiums sind, als Feinde. So fanatisch sind die. Insofern gucken wir doch mal, wo wir hinwollen. Das ist ja schon ganz nett, aber ich glaube, ich will erstmal einen entsprechenden Trupp haben. Hier sieht man, welche Stärke das hat. Das heißt, je höher die Stärke, desto schwieriger die Mission. Aber auch, wie viel Requisition wir haben. Wir haben quasi diesen Bonus, den wir ausgeben können, um zu reinforcen. Das kriegen wir alles noch freigeschaltet. Wir brauchen natürlich nur die ersten Einheiten. Unser Honor Guard ist gerade auf Null. Natürlich, nein, Quatsch. Die Reinforcements hat man natürlich auf dem Planeten. Ah, eine Besonderheit. Wenn man was gebaut hat in der Mission, bleibt es für die nächste Mission da. Das heißt, wenn du wieder angegriffen wirst, was sehr gut sein kann, dann ist eben genau da wieder, da ist die Schlacht. Sprich, wenn man so ein bisschen schummelt und beim Gegner ein paar Türme hinsetzt, kann es sehr gut sein, dass sie nicht gelöscht werden und dort überall Türme plötzlich auftauchen. Das ist ganz praktisch. Also, jetzt zum Commander gehen, sich den angucken. Genau, man kann mich Wargear ausstatten. Dann kann man sich freischalten, dass sie von Anfang an bestimmte Vorteile hat. Und die stehen dann auch da dran. Gut. Der hier soll einfacher sein. Der ist gerade unentschieden. Okay. Greifen wir doch ihn an. Ach ja, Forward Base, genau. Das heißt, ich konnte Basen konstruieren, die dann quasi schon stehen, während ich dort einfalle. Da brauche ich aber nichts zwingend. Könnte mir einen Generator holen, einzelne, dann kann ich mit dem hier Anfang sparen. Beginnen wir den Angriff. Hatten wir die Mission. Ah, die Map, die kenne ich noch. Okay, jetzt haben wir hier zu Start direkt unseren einen Plasma-Generator. Was ganz cool ist. Wir zuerst die beiden Typen holen sollen. Ich vergesse es immer wieder. Hm. Ah, stimmt, wir haben unsere Kennen es am Anfang direkt. Emperor, inspire me. I
Gut, dann geht hier darüber. So, und ich brauche auch noch hier. Kannst ja leider nicht. Ich guck mal gerade auf der gegenüberliegenden Seite. Ich werde den Trupp jetzt noch nicht reinforcen, weil ich brauche. Muss immer ein bisschen mit den Ressourcen aufpassen, die Reinforcement Points noch für den Rest. Dann hole ich mir noch darüber. Acquisition Points. I remain pure. I serve the sisterhood. So, mal ganz kurz die Keys angucken. BL. Ist ja total bescheuert. Ja, das brauche ich aber aktuell noch nicht. Der war schon ganz gut. Die ist gleich da. Mal gucken, wie viel ich da ausrichten kann. Wahrscheinlich nicht unendlich viel, weil er seinen Commander dabei hat. Aber selbst am Anfang ist der Commander, den ich habe, schon ziemlich stark. Das ist nicht, weil der Commander ist, den ich habe, sondern einfach, weil Commander an sich sehr stark sind. So, bei Seraphim wäre natürlich auch praktisch, aber ich hole mir trotzdem mal einen normalen Trupp. Hier war extra Power, das ist gut. Gelb ist durch, alles klar. Was wollt ihr? Lass doch den Shit hier. Das ist unnötig. Hier kommt man hier gerade rüber. Letzten Punkt da in Ruhe. So, dann holst du dir die bitte mal. Gehst du mal aus dem scheiß Kampf raus. Kloppt euch ruhig weiter. Nee, nee, du gehst mal ein bisschen aus dem Kampf hier. Das ist schon genug getan. Ob ihr wohl aufhört. Das bräuchte ich eigentlich. Ich brauche dringend Generatoren. Aber die haben jetzt keine Chance mit der Scheiße. Hier komme ich mal euch auch noch die Fähigkeit weg. Ja, laufen fein. Tja, ein bisschen doof gelaufen, würde ich sagen, oder? So, du bist damit auch durch? Nein, noch nicht. Wo ist der nächste? Bis hier. Hattest hier den schon stehen? Weißt du was? Da kannst du aber einfach den hier bauen. Warte mal, was? Ach, da war für die Kathedrale. Shit. Ja, dann. Guck es doch da oben hin.
anyone ever to your service for From the lighting and the tempest, Emperor deliver us. Ich hätte trotzdem gerne noch einen normalen Squad. Dann möchte ich auch baldestmöglich aufdecken. Das ist nämlich Zeit. Mehr als Zeit. Jeder Hotkey. Wofür Upgrade, ist klar. Mir fehlen Generatoren. Lass mich raten, G für Generator? Nein, P. Ja, natürlich, für Power. I get it. So, gut. Dann machen wir weiter. I am a servant to the Emperor. Um hier zum Beispiel Cover, das heißt, wenn ich mir mal einen drin platziere, kriege ich einen Rüstungsbonus. Auf Fernkampf hat das deutliche Vorteile. Ist auch nicht geupgradet, alles klar. So, dafür der Hotkey H für Holy Symbol, alles klar. Dafür brauchen wir auch ein paar, damit wir unseren Faith da oben aufbauen können. Und Faith erlaubt uns ja, diese Fähigkeiten einzusetzen. Ach, ist das dein Ernst? Er hat uns gelaufen. Kannst du mich reinlegen? Warte, bist du so auf und muss man kassieren. Guck mal, Flammenwerfer, findest du gut, oder? Fühlen sich gut an. Einzelner Kommissar, oder was? Why would he, though? Deshalb bist du spät aktiviert. Das kostet. Das ist ein Fortschritt. Was ist das Zeug? Dann ist jetzt mal einfach erschossen durch. Ich habe das Gefühl, meine Cannon ist irgendwie dumm rum. Ja, tut sie. Da füge ich die schon hinzu. Na komm, geht sie der Trupp dazu. Ist das dein Ernst? Treffst du dann Leute, an denen du sie erschießt? Das ist ja ganz wunderbar. Das funktioniert mir ja nicht so gut. Glaub mir. So, Kathedrale ausbauen. Oh, ich könnte Phosphorgranaten nehmen. Oh, das wäre natürlich schmackhaft, nicht wahr? Ja, das ist ein bisschen blöd für dich, wa? Komm her, na komm. Ich werde dich kein bisschen demotivieren. Schön ist, ich musste hier nicht mal. So, jetzt kann ich die einfach niederstrecken. Okay, das ist Ionica dabei. Ich weiß nicht, ob es gegen die Lampen, die die Typen haben, irgendwie notwendig wäre, aber. Naja, strategischer Vorteil. Also die kleinen Lasergewehre, die Leute haben, die nennt man Lampen. Ach, dafür brauchte ich die. Haben wir zur Zeit für mehr von denen. Noch irgendwo einen? Das ist doch der. Bist du? Bist hier. Es wird Zeit, dass ich dich mal. Was das? Nein. Ich bin noch nicht ein Horst. Don't even try. So. Erstmal auftecken. Die Missionen werden übrigens witzigerweise einfacher, je mehr man spielt und je komplizierter die Mission später ist. Weil man bis dahin einfach ein stehendes Heer hat, was immer mitwandert. Was auch bedeutet, dass man schlicht
viel früher mit einem größeren Start. Und manchmal ist es sogar so, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass man mit einem gewissen Heer, mit dem man startet, sogar direkt auf den Gegner losgehen kann und den damit auch fertig machen kann, direkt ohne weiteres. So, also, hier ist alles ganz Töfte. Sollte auf jeden Fall Population Limit voll. Ja, okay, machen wir das doch zuerst. Was ist das da? Hm? Was ist das? Das glaubst du selbst nicht. Du wirst sowas von kaputt gehen. Mag die taktischen Positionen, an der die... Ach komm, don't do that. Jetzt hat er wieder hier einen Psioniker dazu geholt. Lastminutepsioniker.com. Jetzt buchen. Gerne erhalten, danke. Auch mehr Waffen. Dich hätte ich gerne ausgebaut. Dich und dich. Dann kann ich gleich die Tür mal ausbauen und verhärten. Was war's nochmal? Speiste Knill. Das ist ja entspannt. Ja, guck schon wieder doof aus der Wäsche, oder? Oh ja, das ist ein Fehler da unten. You do not want to do that. Imperiale haben eh schon Probleme mit ihrer Selbstsicherheit. Alter, der Long Range Snipe, der Long Range Snipe mit dem Flammenwerfer. Die imperialen Soldaten haben in der Lore eh schon Probleme mit dem Selbstvertrauen. Es wird im Spiel umgesetzt, indem die einfach erstaunlich wenig Moral haben. Maximal Moral. Und das ist das mit erst, was man upgraden muss, wenn man. Okay. Komm, nehmen wir alles. Ich brauche auf jeden Fall auch ihn hier. Das dauert einen Augenblick, aber ich kann jetzt endlich meine Generatoren warten. Bist du, bist du, bist. Bist du denn? Reicht's. Und ihr seid Seraphim, ihr könnt auch in Nahkampf gehen, wenn ihr wollt. Ja. Lass uns mal. Ah ja, das war nett. Wollen wir nochmal? Da, fahren wir nochmal. So. Also, wir haben definitiv jetzt mehr als genug Produktion dafür. Oh ja, die brauche ich. Damit knacke ich den Punkt nämlich easy. Was haben wir da? Tee. Oh yes. Yes, this is exactly what I like. Ja, das wäre jetzt ein bisschen doof da reinzulaufen, würde ich sagen. So, ich nehme die da hinten auch schon mal ein. Aus dem einfachen Grund, dass wir die Punkte ja beim nächsten Mal auch haben.
Und das hat natürlich seine Vorteile. Ich hätte trotzdem ganz gern langsam mal... I am lost passt ganz gut. So. Das ist ein bisschen doof für dich, wa? Jetzt mache ich mal irgendwie alles Schaden, ne? Das ist schon irgendwie ein bisschen blöd gelaufen. Oh shit. Und das ist trotzdem aber unnötig. Kannst jetzt reinwerfen, was du willst. Die wäre einfach hier gefallen. Hier in der Mitte. Zerschnitzeln dann so das Ding da. Zack, den wir erledigt. So, ihr auch. Kannst du nicht wieder einsetzen, du bist mittendrin, das passt ganz gut. Muss man dringend die Turmhelden kaputt machen, der nervt nur. Den kleinen Panzer, den kann ich ignorieren. Also den Sentinel auch noch auseinandernehmen. Der Sentinel ist tatsächlich ein Fahrzeug, was auch feste Punkte übernehmen kann. Das ist eigentlich ganz wichtig. Nochmal ihn hier ein bisschen, weil das Spiel lässt sich selbst mit großzügig runtergedrehter Lautstärke nicht vernünftig leise machen. So. Das ist ein bisschen doof gelaufen, würde ich sagen. Da habe ich jetzt noch lange nicht alles eingesetzt. Ich hätte noch immer mehr holen können. Ne, immer PC. So. Da ist nichts Besonderes. Gut. Kann ich eigentlich die Ketten? Naja, nicht so wirklich. Ich hatte ganz vergessen, dass die Seraphim in Wahrheit einfach nur den Vorteil haben, dass sie schnell angreifen können. Ah ja, das Phosphor. Wäre ich voll für. So, jetzt brauche ich noch ein bisschen Flammenwerfer, denn die baue ich zum Meltern aus. Und beim letzten Mal habe ich schon gezeigt, was passiert, wenn Melter die angreifen. Literally melts the face off. Er bekommt keinen... Ne. Keinen Bonus. Don't even do it. Du machst das, weil die da oben. That's true. Konnte er nochmal. Ach, der konnte diese komischen. Ganz dolle Wurstfähigkeiten. Doof gelaufen, würde ich sagen. Ich möchte ausdrücken, dass die Imperialen einfach mal keine Chance haben. Oh no, you don't.
Ach komm, wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Sind die Dinger da rausgeballert? Hat er. Ich hatte das. Ist mir aber sowas von egal. Phosphorgranate. Kann er sich noch so unsterblich machen? Oh, guck. Feuer, 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 Feuer. Bisschen doof gelaufen, würde ich sagen. Es sollte nicht an uns vorbei sein. Ich sollte aber, bevor ich es komplett zu Ende mache. Stop it, stop it. Stop it, Ron, stop. Nicht weiterkämpfen, geht darüber. Weil ich ja erwähnt hatte, dass im kommenden Kampf sollte ich dann nochmal angegriffen werden. Die Gegner dann in die Stellung laufen, die wir jetzt aufbauen. Empfiehlt es sich dringend. Was willst du mit dem Ding, ey? Empfiehlt es sich jetzt natürlich dringend, noch ein, zwei Sachen aufzubauen, bevor die quasi beim nächsten Mal, auch wenn sie das wahrscheinlich nie angreifen werden, tendenziell die Chance hätten, irgendwas zu machen, aber ich werde sie dann einfach über diese Möglichkeit niedermähen oder zumindest den Ausgang aus dieser kleinen Basis hier erschweren. Weil die Türme bleiben dann. Und dann kann ich quasi da jetzt zwei Türme hinsetzen. Und dann noch irgendwo ein. Ja, da. Das ist aber ja nur. Was war das nochmal? Blast Word. Ah. Ja, okay. Schadensrückwurf. Ich finde das so geil. Selbst die Generatoren sind mit einer Fackel bewaffnet und sowas. Hier ist überall Feuer. Hier sind so auch Feuer. Schritt beiseite hier. Das ist jetzt noch Tour, ist zwar ein bisschen langweilig, aber es hat enorme Vorteile, sollte ich angegriffen werden. Von daher lohnt sich. I cannot place, be placed there. Ach, da darf ich es aber noch platzieren. Ja. Trotzdem unfair genug. Hi. Ich meine, es wäre Sinn, das nur auszubauen, dann ist das Thema eigentlich schon erledigt. Ich werde auf jeden Fall hier noch einen Melter anbauen. Denn auch diese Türme können Melter werden und dann wisst ihr, was bei Fahrzeugen das bedeutet. Noch zu awesome. Den mittleren Punkt immer noch nicht eingenommen. Da wo bist du denn? Seraphim? Seraphim? Da. Wo seid ihr da? Ist ja rumgebete. Wie Flügel. Ist nicht ganz so spannend.
Bis der da ist, ist er erledigt. So, und du konntest Act of Faith Empress Wrath. Zeig mir das mal da hinten. Den Männern in diesem Volk ist irgendwie underwhelming. Außer dass es einen Angriffsbonus für alle gibt. Also wahrscheinlich der Triggered-Bonus. Jetzt gleich ist die zweite Chapel fertig. Was bedeutet, ich darf noch zwei Türme platzieren oder ich glaube sechs. Ne, sechs sind das, glaube ich, pro Haupthaus, was wir bauen und dann das Ganze entsprechend einfach. So. Abgesehen davon, dass sie alle komplett im Weg rumsteht. Bist du? Da bist du. So. In before irgendwann spawnen die auf der anderen Seite der Karte. Und das ist zumindest eine schöne Basisverteidigung. So. Du gehst darüber, wenn du fertig bist. Ihr beiden macht einfach den hier. Das wird definitiv reichen, eine Verteidigung an der Stelle. Ich kann schon mal wieder reinlaufen mit denen. Wobei es halt ganz cool, wenn ich die beiden wieder hätte. Irgendwas vergessen? Nee. Okay. Nicht reicht es an der Stelle mit denen reinfahren. So geil, wie die quasi dadurch da durchmanövrieren müssen, obwohl es eigentlich nur bedingt Sinn macht, aber immerhin drehen die sich auch wie Panzer. So, dazu. Wahrscheinlich ist da hinten einfach nur das eine Reliquiengebäude noch da und dementsprechend zählt das noch als Gebäude, was ich vernichten muss. Hm. Aber eine Menge hier. Ich finde gar nicht, was da noch alles hier hat. Das ist abisal viel. Dann ist doch die Frage. Da war, glaube ich, nicht dagegen geeignet. Auch nur noch einen weiteren Panzer. Ah, vielleicht hätte ich das zuerst forschen sollen. Ich mach mal das zuerst, dann können die auch mehr. Sieht aus, als würden sie sich gegenseitig reparieren. Bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht ebenfalls gepurcht werden muss. Tut wenigstens so, als würde in die richtige Richtung arbeiten. Gut, also das nächste Mal Schiere bei Einheiten mit. So, ja. Ganz cool. So, also wir haben gleich die beiden Upgrades durch. Die soll angeblich die Emulator viel stärker gemacht haben. Während auch die Celestians hier erheblich stärker sein sollen.
Bin mal gespannt. Gut, dann machen wir genau das gleiche nochmal. Das ist so geil. Keine Sorge, nächste Mission beeile ich mich ein bisschen mehr. Ist immer noch so ein bisschen Einspielphase. Ja, das ist eh schneller als vorher. Warum schießt er auf die Waffe? Oh, die werden sowas dann vernichtet. Ist irgendwie merkwürdig, dass er auf die Waffe zielt. Das scheint trotzdem Schaden zu machen, for some reason. Oh, tschüss. Oh, die machen so einen Damage, das ist nicht mehr schön, ey. Was bist du denn? Dein Ernst? Macht überhaupt irgendwie Schaden? Trifft nicht mal richtig. Okay, die schießen anscheinend schon auf den, aber der kriegt halt jetzt mit Damage. Ich mich nicht daran erinnern, dass das so merkwürdig war mit den Schussanimationen. Eben war es ja auch okay. Was? What the hell? Das ist so strange. Why is it? Kommt, mach weg. So, Thema erledigt. Alle produzierenden Strukturen sind fertig. Diese Stellung, dieser Teil des Planeten gehören uns jetzt. Von daher, Erfolg. So, ich habe mich jetzt ein Priori-Squad. Das ist quasi einfach nur eine Einheit mehr am Anfang. Und ich habe einen Conquest, also kriege ich, wie hier in der Liste aufgeführt, einen Walkie. Kann mein Commander etwas verbessern. Gucken wir also mal. Also, Schwert für mehr Schaden. Das ist ja Schnieke. Okay, das ist einfach nur, dass sie Flammenschaden macht. Warte mal, was? Okay. This have protected. Okay. Immunity to Knockdown ist natürlich echt gut. Ah, oh, das ist natürlich. Das klingt eigentlich so mit am besten. Nehmen wir das doch. So, und jetzt muss ich quasi meine Runde beenden. Wir können jetzt theoretisch noch reinforcen. Das kann man auch immer gut machen, aber die Sache ist, hier habe ich ja eigentlich schon was. Von daher. Ist hier kein Grund, da noch weiter zu reinforcen. Von daher. So, erstmal auf die Armee gucken. Auf die Armee gehen, können wir jetzt das ausheben. Das kleine extra Trüppchen. Wenn das vernichtet wird, muss es natürlich nachher wieder neu gekauft werden. Die sind tatsächlich etwas stärker, soweit ich das im Kopf habe. Naja. End turn. Laufen alle Völker durch. Aber was dann genau passiert, sehen wir beim nächsten Mal.